Es war angerichtet. Im ausverkauften Kleinholzstadion ist es zum entscheidenden 7. Match vom EAC Olten gegen La Chaux-de-Fonds gekommen, der über die Halbfinalqualifikation der Playoffs entschieden hat. Man hat sofort den Willen der Oltner gespürt und gesehen. Der EACO ist schnell ins Spiel gekommen und super hat der Remo Hirt in der dritten Minute zum 1:0 eingenetzt. Aber die Neuenburger haben gut dagegen gehalten. Sehr gut. Und so ist es nur wenig später zum Ausgleich gekommen. Das Knauerspiel hat sogar die Obrigkeit der Nationalliga auf Olten gelockt. Und Ueli Schwarz ist durchaus Spektakel geboten worden. Es ist ein sehr hoher Rhythmus, das Spiel ist sehr schnell. Es ist aber etwas hektisch. Man merkt, dass ein Nervosität im Spiel ist. Und vielleicht die gewisse Abgeklärtheit ist etwas anders als vielleicht in der Nationalliga. Aber das Spiel gefällt mir. Es ist ein gutes Auf- und Abspiel. Und beide Mannschaften sind wirklich voll drin, so wie es halt ist in einem entscheidenden Spiel. Auf und ab, hin und her ist es gegangen. Und nach 60 Minuten ist es 2:2 unentschieden gestanden. Jetzt hat es starke Nerven gebraucht. Und die hat der Remo Hirt wieder mal bewiesen. Nach kurzer Zeit der Verlängerung mit dem entscheidenden Goal löst er Jubelstürme im Stadion aus. Ja, sie haben es wieder mal spannend gemacht. Well, that's the whole thing. I mean, it's game 7, overtime. I mean, throughout the whole game, that's the whole idea is to keep your emotions in check, both coaching staff and the players. And I thought we did a really good job of it today. And luckily, we scored the one goal that won us the series. Ja, ist natürlich sensationell fürs Mittelland und auch für unsere Mannschaft. Sehr gute Qualifikation gespielt. Und jetzt haben wir vom auf ein I geschrieben und jetzt werden wir das Tüpfelchen noch machen und es gibt sicher ein sehr interessantes Spiel. Ja, sicher Euphorie in der Mannschaft, dass wir in Verlängerung gewinnen konnten im 7. Spiel. Das gibt sicher uns einen zusätzlichen Push. Mit dieser Euphorie geht es am Sonntag schon wieder weiter auf Langenthal.